Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Was geht ab? Heute mal wieder mit einem Review. Da haben wir endlich mal nach 2 Monaten, hat's gedauert, eine Bestellung angekommen. Was von Ultra Pro bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch genau das drin haben und das geschickt haben, was ich bestellt habe. Was hast du denn bestellt? Die haben uns was geschickt, also wir haben eigentlich nichts bestellt. Wir haben ein paar Wünsche geäußert und dann... Das war mein Wunsch, eines ist nicht mal angekommen. Das ist ein Binder, Ordner, für Yu-Gi-Oh-Karten. Was ist an dem so besonders? Der macht hier die 2 Seiten auf, aber ich mach das gleich auf und dann sehen wir jetzt nochmal, was das alles so kann. Ich habe eine Playmat in Farbe Grün, ja. Wenn wir gleich mal gucken, wie die ausschaut. Was da meine Playmat Hülle sozusagen. Macht der rein, die sieht eigentlich relativ sehr gut. Die Ultra Pro Deckbox Art Plastik. Ja. Wie heißt die? Satan. Tower Deckbox. Ja. Das hier jede Menge Hüllen. Ein paar Hüllen. Ich glaube eigentlich alle auch gleich, oder? Haben grün, haben orange, grün wieder. 60 Hüllen drin. Alle matt, glänzen, alles da. Standard. Ja. Hast du mal die Matte an? Ja. Guck mal auf. Standard blanke Matte eigentlich, müsste es sein. Standardmatte? Eine Standard blanke Matte. Ja, Standardmatte, hinten rutschfest, auf jeden Fall. Sehr gut. Oberfläche eigentlich auch top. Ja. Aber die ist jetzt Ultra Pro, jetzt so ein Aufdruck. Ist geil. Aber die ist jetzt nicht geiler. So, die ist aber jetzt nicht so wie die anderen Matten, so, weiß nicht, wie soll ich das erklären? Glatt. Ich finde die so ein bisschen stumpf irgendwie, so. So wie... Das ist ein raues Ding. Ja, so rau. Ja, so wie eine Tischdecke oder so. Ja. Weiß ich. Also... sonst an Dicke ist auch normal. Normale Dicke. Eine relativ Standardmatte. Euer Eindruck? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes, Standard. Nichts Tolles. Ganz okay. Ganz okay. Kann man nicht meckern. Ja. Für jeden Anfänger eine sehr gute Matte sogar. Passt. Machen wir weiter mit der Deckbox. Ultra Pro Tower Deckbox. Logo drauf. Ja. Direkter Konkurrent zum Monolithen. Ja. Ich habe schon ein paar gehört, die finden den besser, weil es so glatt ist. Diese Ablage. Andere finden den Monolithen besser, der so ein bisschen schräg ist. Ja, die finden ja auch nur jetzt die Box besser, weil sie die gekauft haben. Deswegen. Wir werden es uns mal anschauen. Falls Tati es schafft. Ich hab immer Probleme, irgendwas Scheiß aufmachen zu machen. Mach mal auf, Mann. Jo, Alter. Oh mein Gott, Mann. Guck mal her. So. Ja genau. Also, Hartplastik. Einfach, wieder die Box für die genau, Würfel und so. Und was auch immer. Also eigentlich recht stabil die Box, ja, kann man nichts dagegen sagen. Das wird mir auch sehr gefallen. Also ich denke mal auch jetzt... Ist auf jeden Fall okay. Kann man nichts gegen sagen. Mit Sicherheit auch viele mit verschiedenen Farben und so. Okay, wenn sie nicht, sehr gut. Ja, also kann man recht stabil. Kann man nichts gegen sagen. Gute Box. Ansonsten sehr, glaube ich, eine sehr gute Box für Barisch. Irgendein Unterschied zu der zum Monolithen irgendwas, das auffällt. Ja, die großartiges. Halt die ist halt das Edge. Okay, die geht echt schwer auf, Leute. Bei denen hier ist es so, dass es jetzt gerade ist. Bei Monolithen ist es ja so schräg. Ja. Manche finden es so besser, manche finden es andere besser. Kann man sich streiten, wie man möchte. Aber vom Material her denke ich fast identisch. Genau. Aber ich glaube, der Monolith, der war auch ein bisschen so durchsichtig, oder? Es gibt 2 Versionen. Genau, also ich fand es die Version mit dem durchsichtigen ein bisschen schön eigentlich. Sah cool aus. Es gibt auch noch eine neue Version mit Gold und Silber und okay.
Platin und Bronze. Mit Sicherheit echt interessant. Genau. Bei Monolithen gibt es auch natürlich unten so eine Box für Ding. Ich denke, man kann die eventuell gleichsetzen, je nachdem wie der Geschmack hinkommt. Ja. Ein Geschmack ist eher halt beim anderen, weil ich finde die Schläge immer schön, wenn man es aufmacht und dann hinstellt. Ja. Aber gegen die Deckbox kann man auf jeden Fall nichts sagen. Auf jeden Fall ist auf jeden Fall gibt es noch verschiedene Farben. Wenn ihr die Box haben möchtet, ja. Kauft euch die, hier gibt es verschiedene Farben. Ihr könnt euch auch aussuchen, was ihr möchtet. Genau. Die Kollege zeigt uns jetzt mal ein bisschen was über die Deckbox von Ultra Pro. Hat er ja die Monolith von Ultimate Guard schon längere Zeit getestet und die sind relativ ähnlich. Genau, jetzt zeige ich euch die Unterschiede. Wie ihr sehen könnt, sind verschiedene Farben. Ultra Pro hat auch verschiedene Farben. Hellgrün gefällt mir jetzt nicht so, aber das ist ja Geschmackssache. Deswegen schauen wir jetzt mal an. Also äußerlich sind beide eigentlich genau vom selben Material. Schön stabil. Auch unten hier. Fach für die Würfeln, lässt sich schön einfach öffnen. Genau, jetzt gehen wir es zum Öffnen. Das finde ich hier bis etwas unhandlicher, weil man kriegt es schon raus, aber es ist wirklich schwer. Hier bei dem hier von Ultimate Card geht es wirklich ganz einfach. Das ist jetzt ein kleiner Negativpunkt, aber dafür geht der wahrscheinlich in den Taschen ein bisschen leichter auf. So. Innen drin auch derselbe Stoff, überall. Wie gesagt, der große Vorteil dieser Deckbox ist die Stabilität. Wenn jemand teure Karten hat, wie zum Beispiel Cosmo, hat auf jeden Fall den Schutz mit den beiden Deckboxen. Ich benutze die immer noch, bin immer noch zufrieden. Die ist auch gut, aber wie gesagt, das einzige Schwachpunkt ist wirklich hier diese Öffnung. Oder ich verstehe es nicht, wie ich hier das hier aufkriege. Ansonsten fühlt es sich gut an. Dem würde ich jetzt vielleicht einen halben Punkt schlechtere Bewertung geben. Dem eine 8 von 10, dem eine 7,5. Nur wegen der Öffnung. Ansonsten, ja, checkt die mal ab. Ultra Pro. Ansonsten kommt jetzt mal meine, die ich geordert habe. Was Platz für 480 Karten? Sehr geil. Sehr. Ein Platz für 480 interessantes Karten. Neues Design. Genau. Vorab. Ja. Nennt sich das? Interessiert mich, das hat mich echt interessiert. Nach der Ultra Pro, dass wir den auch wirklich geschickt haben. Er sieht schon mal ziemlich dick aus. Wird sie wahrscheinlich noch füllen. Ich denke mal, der Vorteil an der Matte, an den Beinen ist einfach, dass es halt schmal ist. Ja? Dass du den zusammenklappen kannst. Und da hast du einfach mehr Staumöglichkeiten in deiner Tasche. Schauen wir mal, wie es innen ausschaut. Relativ schon mal sehr geil, das ja. Zu machen. Wir sehen hier auch relativ gut. Ja. Also ich finde es echt sehr geil, vor allem wenn man nicht mal ein Playset hat oder so, wenn man meistens immer nur zwei Karten davon hat. Passt genau zwei immer rein. Ja. Meistens hat man nicht immer nur ein Playset. Das ist ja eigentlich für Magic 4. Genau. Aber als Yu-Gi-Spieler kann man auch so nehmen, 3-3. Genau. Da ist ein Playset, Playset, ja, für Playset, die Yu-Gi-Spieler. 2-2-2. Oder auch 4-4. Ja. Oder 8. Oder 8, ja. Ist nee, Mathe, ich sag immer Mathe. Feinde. Der Ort war echt gut. Also muss ich ehrlich sagen, ein guter... Ist auf jeden Fall interessant, neues Design. Ja, neues Design an dem ziemlich, eigentlich im Grunde ziemlich klein. Ja. Ja. Der so wirklich klein ist und dann auch kannst du auf dem Tisch ausbreiten, ja, kannst alle deine Karten präsentieren. Was mir auffällt, was die vielleicht besser machen hätten können, direkt hier in der Mitte, geiles Ultra Pro Design Logo, ja. Aber ja. Alles blank. Wir werden hier unser TBT Logo reinschmeißen. Oder vielleicht hier einfach auch, ja. Ja. Aber ist auf jeden Fall vom Design her wirklich top, aber haben sie echt was Gutes einfallen lassen. Denke auch platzsparend in der Tasche auf jeden Fall. Ganz viele Karten reinballern. Ansonsten sieht es auch optisch echt sehr gut aus. Wenn du jetzt traden möchtest, kannst du so auspacken. Ja. Ja. Hier ist die guten Karten. Ich habe echt noch keinen gesehen, der so mit dem Ordner rumläuft. Genau. Ja. Und hier dann die anderen geilen Karten. Zum Beispiel. Ist schon echt geil. Ich werde auch mal meine Karten reintun und dann schauen wir mal, ja. Wie es ja. Dann echt man kann auch, geil ist. Man falls kann du dir den Ordner verdient hast. Ja. Man kann auch wirklich wir werden es sehen. Zum Beispiel rumlaufen. Ja. Nehmen wir mal meinen Ordner mal einfach mal als Vergleich einfach. Ja. Vergleich, der ist mal, größer. Das ist jetzt ein normaler Ordner hier. Auch ja. Von Ultra Pro, oder? Ja. Genau, der ist auch von Ultra Pro. Dass man halt einfach jetzt von der Größe her... Leg mal den da drauf. Nein, zu,
So. Also ungefähr zwei Drittel. Ja. Ja, zwei Drittel. Aber natürlich, wenn man den aufklappt, ist der natürlich viel größer. Ja. Also jetzt von der Breite, ja. Ja. Kommt schon hin. Also ist auf jeden Fall besser. Und ich laufe lieber mit so einem kleineren rum, sage ich jetzt mal, in der Hand, als mit so einem großen jedes Mal. Echt gut. Also wirklich Design, also, echt top. Ultrapro hat echt gut gemacht. Top Design. Vielleicht kann man das auch mal vielleicht mit einem anderen hier, das ist ja so ein bisschen, was ist das? Leder? Leder. Ähnlich. Ja, Lederimitation. Ja, genau. Vielleicht kann man das hier auch mal umsetzen, ja, dass es vielleicht ein bisschen anders ist. Das wäre echt geil. Aber sonst, sehr gut Ordner. Also ich habe jetzt mal den Ordner hier ein bisschen voll gemacht mit Karten. Ich muss echt sagen, der Ordner ist echt praktisch. Vor allem, weil er auch kleiner ist als der normale. Der normale ist ja ungefähr so groß und der ist ungefähr hier, sag ich mal, ist 10 cm kleiner. Passt perfekt auch in jede Tasche rein. Ist ja nicht so. Ja, und dann schauen wir jetzt noch an, was hier drinnen, wie es drinnen ausschaut. Es hat hier so einen Gummizug. Ist immer gut, wenn der Gummizug ist, der Ordner nicht auch aufgeht. Ansonsten haben wir hier zwei Seitenordner. Sieht schon mal echt geil aus, wie ihr seht. Auf einer Seite ist hier einmal zwei Reihen immer und hier auch mal zwei Reihen. Dann können wir ein bisschen weiter blättern, dann haben wir auch hier vier. Wie ihr seht, habe ich nicht oft ein Playset von allen. Deswegen ist es auch eigentlich geiler Ordner, weil man 2-2-2 machen könnt zum Beispiel. Falls ihr zum Beispiel einen im Deck spielt, habt ihr noch zwei übrig und dann könnt ihr zwei in Ordner tun. Schaut echt so in sich voll geil aus. Ansonsten, wenn ihr 3-3 macht, könnt ihr auch immer so testen. Wie ihr seht, ganz geil. Ansonsten habe ich über. Genau, sonst habe ich auch 4-4. Wie ihr seht, richtig geil gemacht eigentlich der Ordner. Gefällt mir echt sehr gut. Ihr könnt auch mit den teuren Karten zum Beispiel auf der linken Seite oder auf der rechten Seite rein tun, wie ihr wollt. Und zum Beispiel, wenn ihr was Teures vertauschen wollt, dann auf der nur auf die Seite zeigen. Ansonsten, wie ich jetzt gemacht habe, die tollen Karten sind auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite sind jetzt zum Beispiel so Deckbaukarten und sowas. Und Exit-Monster. Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. An sich echt geile Ordner. Fällt mir echt sehr gut. Einzige vielleicht ein bisschen Kontra ist, wenn man es jetzt zu Ende... Also hier hätten sie wahrscheinlich vielleicht noch vielleicht ein Ultra Pro Logo rein tun können, damit es ein bisschen edler ausschaut. Und das alles ist hier aus Plastik. Wenn es jetzt so ein Soft Skin Ordner wäre, wäre es auch noch geiler. Wäre es richtig edel. Ansonsten gefällt mir der Ordner sehr gut. Gefällt mir. Danke an Ultra Pro für den Ordner. Echt cooler Ordner. Sehr gut gefallen. Checkt Ultra Pro ab. Mehr Infos unten in der Beschreibung. Also auf der Internetseite könnt ihr noch andere Sachen bestellen. Es gibt auch verschiedene Ordner noch. Genau. Wie der hier zum Beispiel. Der Ultra Pro, ihr wisst Bescheid. Die sind eh Nummer 1. Genau. Im Markt und die haben echt alles. Wie zum Beispiel diese Hüllen hier. Schau mal. Wir haben hier gelbe matte Hüllen. Die sind auch matt. Also ich muss echt sagen, ich bin hier mit Ultra Pro aufgewachsen. Schon seit 12 Jahren spiele ich eigentlich mit Ultra Pro. Die kennt, glaube ich, echt jeder mit dem Punkt. Manche lieben den Punkt, manche hassen den Punkt. Ich hasse diesen Punkt, ganz ehrlich. Ja, aber hier sind sie welche ohne Punkt. Echt jetzt? Die sind ohne Punkt, wie ich jetzt hier sehen kann. Bist du sicher? Mach mal auf. Die sind jetzt matt hier. Oh mein Gott. Ultra Pro. Nee, die haben auch einen Punkt. Er also, hatte nur die Rückseite gesehen. Nee, ich hab das hier Ding entdeckt. Ja, der Punkt ist der Markenzeichen, steht das hier auch Ultra Pro drauf. Mir gefällt dieser Punkt nicht, die Hüllen an sich sind echt okay. Ja. Das sind halt echt die absoluten Standardhüllen. Genau. Jeder kennt die, jeder hat die. Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Ja. Kann man nichts dagegen sagen. Haben auch viele verschiedene Farben. Ja. Gibt es ja auch einen Glänzen wahrscheinlich auch, oder? Ja, Glänzen, Matt. Genau. Es gibt echt alles. Also, wie gesagt, Ultra Pro ist Marktführer, die haben echt alles von jedem. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt also, wollen wir weiter. Da gibt es natürlich etwas, was wirklich gut ist von Ultra Pro. Das ist echt gut, das hat echt nicht jeder. Das hat Playmate Edge of Two.
falls ihr nicht wisst, was das ist, da könnt ihr eure Matten reintun. Genau. Dann ist eure Matte geschützt. Mattenaufbewahrung, ja, finde ich echt gut. Da seht ihr nochmal einen extra Schutz, damit die, das Glas hier nicht beschädigt wird oder nicht verkratzt wird. Das schaut aus wie so ein Kondom. Die Reise ist halt einfach weg, oder? Ja, gut. Ja, egal, ist doch nicht so schlimm. Ja. Ansonsten oben ist ein Gummi. Könnt ihr abmachen. Genau. Dann kann man einfach die Matte einrollen. Ja. So ein Hartplastik ist das. Wie ihr es hört. Genau. Das ist ja krass. Dann wird die Matte einfach hier eingerollt. Aus Silikon ist das. Das ist schon echt krass. Und dann kann man einfach hier richtig schön geil. Richtig rein und raus, rein und raus. Saftig. Fast sogar auch, da kann man auch sogar dickere Matten reintun. Ja, wenn man jetzt das dickere Matten hat zum Beispiel, ja, ist auf jeden Fall noch Platz genug drinnen. Ja. Geht nicht auf. Ja, richtig gut geschützt. Also ehrlich, diese Mattenbox, sage ich jetzt mal, Mattenaufbewahrungsbox ist wirklich der Hit, wirklich richtig gut. Und ich habe auch, glaube ich, bis jetzt noch keinen gesehen, der sowas hat. Auf jeden Fall. Echt ein paar interessante Artikel, wie immer. Ja. Von Ultra Pro, man erwartet nichts Schlechteres. Ansonsten. Standard, wirklich gut dabei, Standard, richtig. Danke euch. Ja. Ansonsten echt danke nochmal an Ultra Pro. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Aber kennt ihr wahrscheinlich eh schon, muss man noch nichts erzählen. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt Ultra Pro ab und leidet nicht. Ja, servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren. Und checkt unsere Sponsoren ab, unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht so.